Der KZF, der Kalkulationszinsfuß oder auch genannt Kalkulationszinssatz, ist der Repräsentant des Kapitalmarktes. Das heißt, der spiegelt unsere alternative Finanzinvestition wider. Das, was wir bekommen würden, wenn wir nicht in die Sachinvestition gehen würden, sondern in die Finanzinvestition. Das wird repräsentiert durch den Kalkulationszinsfuß. Und wir können bereits jetzt die Dynamik erkennen, weil wir das anhand des Rentenbarwertfaktors schon erkannt haben. Wenn wir den Kalkulationszinsfuß jetzt höher schrauben, was passiert mit unserem Kapitalwert? Der wird niedriger. Ja, sehen Sie das? Wenn der Kalkulationszinsfuß der Repräsentant des, Kapitalmarktes ist, kann ich jede Sachinvestition totrechnen. Ich muss nur die Alternative höher schrauben und noch höher schrauben und noch höher schrauben. Dann habe ich irgendwann mal meine Sachinvestition totgerechnet. Ja, das ist die Dynamik, die wir hier schon sehen. Okay. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Alles Gute, Marius Ebert.